Während der Läuterung lernen die Seelen die von Gott selbst gesprochene Sprache, die sogenannte Grundsprache, ein etwas altertümliches, aber immerhin kraftvolles Deutsch, das sich namentlich durch einen großen Reichtum an Euphemismen auszeichnete. Gott selbst ist kein einfaches Wesen. Über den Vorhöfen des Himmels schwebte Gott selbst, dem im Gegensatz zu diesen vorderen Gottesreichen auch die Bezeichnung der hinteren Gottesreiche gegeben wurde. Die hinteren Gottesreiche unterlagen einer eigentümlichen Zweiteilung, nach der ein niederer Gott und ein oberer Gott unterschieden wurde. Über die nähere Bedeutung dieser Zweiteilung weiß Schreber nicht anderes zu sagen, als dass der niedere Gott sich vorzugsweise den Völkern brünetter Rasse und der oberen den blonden Völkern zugeneigt hat. Doch wird man von menschlicher Kenntnis in solchen Höhen auch nicht mehr fordern dürfen. Immerhin erfahren wir noch, dass der niedere und der obere Gott ungeachtet der in gewisser Beziehung vorhandenen Einheit von Gottes Allmacht doch als verschiedene Wesen aufgefasst werden müssen, die ein jedes von ihnen und auch im Verhältnis untereinander ihren besonderen Egoismus und ihren besonderen Selbsterhaltungstrieb haben und sich daher immer wechselseitig vorzuschieben trachten. Die beiden göttlichen Wesen benahmen sich auch während des akuten Krankheitsstadiums in ganz verschiedener Weise gegen den unglücklichen Schreber. Der Senatspräsident Schreber war in gesunden Tagen ein Zweifler in religiösen Dingen gewesen. Er hatte sich zu einem festen Glauben an die Existenz eines persönlichen Gottes nie aufzuschwingen vermocht. Er erzieht aus dieser Tatsache seiner Vorgeschichte ein Argument, um die volle Realität seines Wahnes zu stützen. Wer aber das Folgende über die Charaktereigenschaft des schreberschen Gottes erfährt, wird sagen müssen, dass die durch die paranoische Erkrankung erzeugte Umwandlung keine sehr gründliche war und dass in dem nunmehrigen Erlöser noch viel von vormaligen Zweifler übrig geblieben ist. Die Weltordnung hat nämlich eine Lücke, infolge deren die Existenz Gottes selbst gefährdet erscheint. Vermöge eines nicht näher aufzuklärenden Zusammenhanges üben die Nerven lebender Menschen, namentlich im Zustand hochgradiger Erregung, eine derartige Anziehung auf die Gottesnerven aus, dass Gott nicht wieder von ihnen loskommen kann, als also in seiner Existenz bedroht ist. Dieser außerordentlich seltene Fall ereignete sich nun bei Schreber und hatte die größten Leiden für ihn zur Folge. Gottes Selbsterhaltungstrieb wurde dadurch rege gemacht und es ergab sich, dass Gott von der Vollkommenheit, die ihm die Religionen beilegen, weit entfernt ist. Durch das ganze Buch Schrebers zieht sich die bittere Anklage, dass Gott nur an den Verkehr mit Verstorbenen gewöhnt, den lebenden Menschen nicht versteht. Dabei waltet nun aber ein fundamentales Missverständnis, welches sich seitdem wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben hindurchzieht und welches eben darauf beruht, dass Gott nach der Weltordnung den lebenden Menschen eigentlich nicht kannte, nicht zu kennen brauchte, sondern weltordnungsgemäß nur mit Leichen zu verkehren hatte. Das muss nach meiner Überzeugung wiederum damit in Zusammenhang gebracht werden, dass Gott mit dem lebenden Menschen sozusagen nicht umzugehen wusste, sondern nur den Verkehr mit Leichen oder allenfalls mit den im Schlaf liegenden, träumenden Menschen gewöhnt war. Incredibile scripto, möchte ich selbst hinzufügen, und doch ist alles tatsächlich wahr, so wenig andere Menschen den Gedanken einer so totalen Unfähigkeit Gottes, den lebenden Menschen richtig zu beurteilen, werden fassen können, und so langer Zeit es auch für mich bedurft hat, um mich an diesen Gedanken nach den unzähligen hierüber gemachten Beobachtungen zu gewöhnen. Allenfalls infolge dieses Missverständnisses Gottes für den lebenden Menschen konnte es geschehen, dass Gott selbst der Anstifter des gegen Schreber gerichteten Komplotts wurde, dass Gott ihn für blödsinnig hielt und ihm die beschwerlichsten Prüfungen auferlegte. Er unterwarf sich einem höchst lästigen Denkzwange, um dieser Verurteilung zu entgehen. Bei jeder Einstellung meiner Denktätigkeit erachtet Gott augenblicklich meine geistigen Fähigkeiten für erloschen. Die von ihm erhofften Zerstörung des Verstandes
für eingetreten und damit die Möglichkeit eines Rückzugs für gegeben. Eine besonders heftige Empörung wird durch das Benehmen Gottes in der Sache des Entleerungs- oder SCH-Dranges hervorgerufen. Die Stelle ist so charakteristisch, dass ich sie ganz zitieren will. Zu ihrem Verständnis schicke ich voraus, dass sowohl die Wunder als auch die Stimmen von Gott ausgehen. Wegen ihrer charakteristischeren Bedeutung muss ich der oben erwähnten Frage, warum sie denn nicht noch einige Bemerkungen widmen, so wenig dezent auch das Thema ist, dass ich dabei zu berühren genötigt bin. Wie alles andere an meinem Körper wird nämlich auch das Ausleerungsbedürfnis durch Wunder hervorgerufen. Es geschieht dies, indem der Kot in den Därmen vorwärts, in Klammern manchmal auch wieder rückwärts, gedrängt wird und wenn infolge bereits geschehener Ausleerungen genügendes Material nicht mehr vorhanden ist, wenigstens die noch vorhandenen geringen Reste des Darminhalts auf meine Gesäßöffnung geschmiert werden. Es handelt sich dabei um ein Wunder des oberen Gottes, das an jedem Tage mindestens mehrere Dutzend von Malen wiederholt wird. Damit verbindet sich die für den Menschen geradezu unbegreifliche und nur aus der völligen Unbekanntschaft Gottes mit dem lebenden Menschen als Organismus erklärende Vorstellung, dass das gewissermaßen das Letzte sei, das heißt mit dem Anwundern des Dranges das Ziel der Zerstörung des Verstandes erreicht und die Möglichkeit eines endgültigen Rückzugs der Strahlen gegeben sei. Wie mir scheint, muss man, um die Entstehung dieser Vorstellung auf den Grund zu gehen und das Vorliegen eines Missverständnisses in Betreff der symbolischen Bedeutung des Ausleerungsaktes denken, dass nämlich derjenige, der zu göttlichen Strahlen in einem dem meinigen entsprechenden Verhältnis gekommen ist, gewissermaßen berechtigt sei, auf alle Welt zu Zugleich äußert sich aber auch die ganze Perfidie der Politik, die mir gegenüber verfolgt wird. Nahezu jedes Mal, wenn man mir das Ausleerungsbedürfnis wundert, schickt man, indem man die Nerven des betreffenden Menschen dazu anregt, irgendeine andere Person meiner Umgebung auf den Abtritt, um mich am Ausleeren zu verhindern. Es ist dies eine Erscheinung, die ich seit Jahren in so unzähligen, in Klammern tausenden von Malen und so regelmäßig beobachtet habe, dass jeder Gedanke an einen Zufall ausgeschlossen ist. Mir selbst gegenüber wird aber dann die Frage, warum sie denn nicht, mit der famosen Antwort fortgefahren, weil ich dumm bin, so etwa. Die Feder sträubt sich fast dagegen, den formidablen Unsinn niederzuschreiben, dass Gott in der Tat in seiner auf Unkenntnis der Menschennatur beruhenden Verblendung so weit geht, anzunehmen, es könne einen Menschen geben, der, was doch jedes Tier zu tun vermag, vor Dummheit nicht könne. Wenn ich dann im Falle eines Bedürfnisses wirklich ausleere, wozu ich mich, da ich den Abtritt fast stets besetzt finde, in der Regel eines Eimers bediene, so ist dies jedes Mal mit einer überaus kräftigen Entwicklung der Seelenwollust verbunden. Die Befreiung von dem Druck, der durch den in den Därmen vorhandenen Kot verursacht wird, hat nämlich für den Wollustnerven ein intensives Wohlbehagen zur Folge. Das Gleiche ist auch beim Pissen der Fall. Aus diesem Grunde sind noch stets und ohne jede Ausnahme beim Ausleeren und Pissen alle Strahlen vereinigt gewesen. Aus eben diesem Grunde sucht man auch stets, wenn ich mich zu diesen natürlichen Funktionen anschicke, den Ausleerungs- und Pissdrang, wenn auch meist vergeblich, wieder zurückzuwundern. Der sonderbare Gott Schrebers ist auch nicht imstande, etwas aus der Erfahrung zu lernen. Aus der so gewonnenen Erfahrung eine Lehre für die Zukunft zu ziehen, scheint vermöge irgendwelcher in dem Wesen Gottes liegenden Eigenschaften eine Unmöglichkeit zu sein. Er kann daher dieselben quälenden Proben, Wunder und Stimmenäußerungen Jahre hindurch ohne Abänderung wiederholen, bis er dem Verfolgten zum Gespötte werden muss. Daraus ergibt sich, dass Gott fast in allem, was mir gegenüber geschieht, nachdem die Wunder ihre frühere furchtbare Wirkung zum größten Teil eingebüßt haben, mir überwiegend lächerlich oder kindisch erscheint.
Daraus folgt für mein Verhalten, dass ich häufig durch die Notwehr gezwungen bin, nach Befinden auch in lauten Worten den Gottesspötter zu spielen. Diese Kritik Gottes und die Auflehnung gegen Gott begegnet bei Schreber indes eine energische Gegenströmung, welche an zahlreichen Stellen Ausdruck gegeben wird. Auf das Allerentschiedenste habe ich aber auch hier zu betonen, dass es sich dabei nur um eine Episode handelt, die, wie ich hoffe, spätestens mit meinem Ableben ihre Endschaft erreichen wird. Dass daher das Recht, Gott zu spotten, nur mir, nicht aber anderen Menschen zusteht. Für andere Menschen bleibt Gott der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der Urgrund aller Dinge und das Heil ihrer Zukunft. Dem möge auch einzelne der herkömmlichen religiösen Vorstellungen einer Berichtigung bedürfen, Anbetung und höchste Verehrung gebührt. Es wird darum zum wiederholten Malen eine Rechtfertigung Gottes wegen seines Benehmens gegen den Patienten versucht, die, ebenso spitzfindig wie alle Theodizeen, bald in der allgemeinen Natur der Seelen, bald in der Nötigung Gottes, sich selbst zu halten und in dem irreführenden Einflüsse der flexischen Seele die Erklärung findet. Im Ganzen aber wird die Krankheit als ein Kampf des Menschen Schreber gegen Gott aufgefasst, in welchem der schwache Mensch Sieger bleibt, weil er die Weltordnung auf seiner Seite hat. Aus den ärztlichen Gutachten hätte man schließen können, dass man es bei Schreber mit der landläufigen Form der Erlöserfantasie zu tun habe. Der Betreffende sei Gottes Sohn, dazu bestimmt, die Welt aus ihrem Elend oder von dem ihr drohenden Untergangs zu retten und so weiter. Ich habe es daher nicht unterlassen, die Besonderheiten des Schreberschen Verhältnisses zu Gott ausführlich darzustellen. Die Bedeutung, welche diesen Verhältnisse für die übrige Menschheit zukommt, wird in den Denkwürdigkeiten nur selten und erst zu Ende der Wahnbildung erwähnt. Sie besteht wesentlich darin, dass kein Verstorbener selig werden kann, solange Schrebers Person die Hauptmasse der Gottesstrahlen durch ihre Anziehungskraft absorbiert. Auch die unverhüllte Identifizierung mit Jesus Christus kommt erst sehr spät zum Vorschein. Es wird kein Erklärungsversuch des Falles Schrebers Aussicht auf Richtigkeit haben, der nicht diesen Besonderheiten seiner Gottesvorstellung, diese Mischung von Zügen der Verehrung und der Auflehnung, Rechnung trägt. Wir wenden uns nun einem anderen, in inniger Beziehung zu Gott stehenden Thema, dem der Seligkeit, zu. Die Seligkeit ist auch bei Schreber das jenseitige Leben, zu dem die Menschenseele durch die Läuterung nach dem Tod erhoben wird. Er beschreibt sie als einen Zustand ununterbrochenen Genießens, verbunden mit der Anschauung Gottes. Das ist nun wenig originell, aber dafür werden wir durch die Unterscheidung überrascht, die Schreber zwischen einer männlichen und einer weiblichen Seligkeit macht. Die männliche Seligkeit stand höher als die weibliche Seligkeit, welche letztere vorzugsweise in einem ununterbrochenen Wollustgefühle bestanden zu haben scheint. Andere Stellen verkünden das Zusammenfallen von Seligkeit und Wollust in deutlicherer Sprache und ohne Bezug auf den Geschlechtsunterschied, sowie auch von den Bestandteilen der Seligkeit, der Anschauung Gottes, ist weiter nichts gehandelt wird. So zum Beispiel: Mit der Natur der Gottesnerven vermöge deren die Seligkeit, wenn auch nicht ausschließlich, so doch mindestens zugleich eine hochgesteigerte Wollustempfindung ist. Und die Wollust darf als ein Stück Seligkeit aufgefasst werden, das dem Menschen und den anderen lebenden Geschöpfen gewissermaßen im Voraus verliehen ist, sodass die himmlische Seligkeit wesentlich als Steigerung und Fortsetzung der irdischen Sinneslust zu verstehen wäre.